Wie drehen die sich denn um? Wo muss ich ihn genau zuhauen, damit das... Ja, die Idee ist nicht schlecht, so gesehen. Und jetzt einfach mal zustechen, genau. Halt, nein. Ja, ja, Moment. Link, zustechen. Danke, es geht doch. So, und dann besiegt. Seltsam. Irgendwie habe ich das jetzt noch nicht so hundertprozentig durchschaut, also... Wo ich dann tatsächlich... Kann ich reinkriechen? Ich kann hier reinkriechen. Will ich hier reinkriechen? Ich weiß nicht genau. Hallo? Was ist das hier? Pfeil, was willst du? Gebieter, deine Herzen haben sich dramatisch verringert. Ich rate dir dringend Heilungsmaßnahmen. Ja, Schnersner, Schnersner, ist klar. So, was ist das da oben? Ein Schalter. Ich aktiviere... Ups. Ich aktiviere den Schalter, wenn ich mit der Steuerung zurechtkomme. Ich aktiviere den Schalter. Ich freue mich. Was löst dieser Schalter aus? Der ganze Raum ist jetzt voller Spinnen. Nee. Ist es ein Mittelraum? Das kann sein. Aha. Gut. Wollte ich das jetzt an der Stelle überhaupt? Ich weiß es nicht. Zumindest kann ich jetzt hier hoch. Ups, ups, ups. Okay. Schnapp, schnapp, schnapp. So, hier lang gehen. Schnapp, 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 schnapp. Da war ein Loch in dem... In einem kleinen Gang, aber... Habe ja sowieso nichts, was ich mit dem Loch anfangen könnte. So. Die Türen der Kammern zur linken und zur rechten. Trifft die Juwelen. Einmal oben, einmal unten. Einmal oben. Die Türen zur Kammer... Links, rechts... Links, rechts, geradeaus. Ja. Moment, 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 Moment. Also, jetzt gehen wir doch nochmal kurz ins Wasser, weil einfach um zu gucken. So, alles klar. Aber wenn ich mich jetzt hier sofort bewege und diese seltsamen fluoreszierenden blauen Lichter nebenbei betrachte, das war jetzt nur auf der linken Seite so, dass da so ein Durchgang ist, ne? Ja, das war jetzt nur auf der linken Seite so. Ach so. Moment, kann das sein, dass das jetzt bis hierhin erstmal das Einzige war, was ich machen konnte? Und jetzt muss ich zurückgehen und dann... zurückgehen in den Hauptraum und dort auf die andere Seite gehen. Und dort kann ich vielleicht einen zweiten Schalter aktivieren und damit steigt das Wasser noch höher an? Vielleicht. Eventuell. Das könnte zumindest sein. Genau, und dann komme ich auch irgendwann dort hoch. Das macht Sinn. Das macht so einigermaßen Sinn. Gut, okay, alles klar. Wir gehen einfach mal gucken. Boah, seltsamer Dungeon. Na gut. Aber bis jetzt ist es ja noch einigermaßen in Ordnung. So, was bist du für einer? Bam, 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 bam. Ich hab dich ganz schnell... Upsa, ganz schnell besiegt, wollte ich sagen. Ne, ich hab einen Fangstoß machen müssen. Ah, so. Puff, es hat Puff gemacht. So, immer schön Puff mit den Feinden machen. Dann ist das alles kein Problem. So, ich will keine Rubine, ich will Herzchen haben. Kann hier nicht mal... Ich bräuchte Herzchen. Ich bräuchte Herzchen. Ich bräuchte... Hier könnte ich mich vorbei hangeln. Oder ich könnte die Spinnen attackieren. Ne, ich kann die Spinnen nicht aktivieren. Attackieren. Weil... Ich kann ja nur von der Rückseite aus an die heran. Diese Skulltulas, die machen mir Angst. So. Machen wir mal so. Folgendermaßen. Nämlich einmal... Na. Zack. Hä, was, wie, wo? Normalerweise... Bin ich doof? Ja, ich bin doof. Perspektive war einfach noch nicht richtig. So. Und dann kann ich nämlich so schwingen. Und... So schwingen. Und... Hui. Und hui. Und hui. Und zack. Und dann bin ich drüben. So. Bam, bam. Und dann mache ich jetzt... Dich irgendwie kaputt. Indem ich so mache. Und so mache. Und so mache. Und so bekomme ich wieder meine Herzchen. So, alles klar. Und jetzt greife ich die Spinnen von hinten an. Und... Das Ganze geht... Ja, los, komm. Erstmal Licht sammeln. Ich würde gerne Licht sammeln. Irgendwie macht er gerade nicht das, was ich will. Ups. Au. Warum macht es mir Schaden? So. Licht sammeln. Danke. Mehr wollte ich doch gar nicht. Bam. Das macht ihm nichts aus. Warum macht es ihm nichts aus? Bam. Und ich habe Puff gemacht. Und jetzt müsste ich eigentlich irgendwie nur ganz schnell an diese dumme Spinne rankommen, bevor sie irgendwie aufsteht und böse Dinge macht oder so. Wie zum Beispiel jetzt dort unten einfach herumlaufen. Ich glaube, das ist jetzt Kacke, was ich gemacht habe. okay, Moment. Naja, hier haben wir nochmal eine Tafel. So, trifft die Juwelen, die auf der Karte mit X markiert sind. Finde die Karte in der zentralen Kammer. Aha. Zentrale Kammer. Finde die Karte in der zentralen Kammer. Vielleicht ja hier?
Irgendwie, weil so müsste ich ja eigentlich zur zentralen Kammer zurückkommen. Hilfe! Ich habe das Gefühl, ich gehe pausenlos an tausend Dingen vorbei. Nee, Moment. Oh, die Truhe, die sieht wichtig aus. Ja. Los. Haha, scheint was Großes zu sein. Was Gutes, was Schönes. Gib es mir. Ich will es haben. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Aha. Ich wollte gerade sagen, Moment, das war jetzt alles? Nee. Aha. Sie weist dich außerdem auf Schatztruhen hin. Behalte sie deshalb gut im Auge. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast nur eine Karte dieses Gebiets erhalten. Rufe sie durch Drücken von Plus auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen oder Schatztruhen befinden und ob diese geöffnet, versperrt oder ungeöffnet sind. Symbole wie X markieren eben genannte Stellen. Ich weise dich jedoch darauf hin, dass du an Orten wie diesem keine Signallichter setzen kannst. Aha. Interessant. So. Noch viel interessanter, Karte ist relativ klein und irgendwie spackt meine Wiimote gerade rum, habe ich so das Gefühl. Aber vielleicht liegt es auch nur an mir. Nee, es liegt kein bisschen an mir. Moment. Links, rechts. Nee, aber warum? Ich bewege... Warum ist sie... Ist es normal, dass die Bewegung in der Karte umgekehrt ist? Wenn ich die Wii-Fernbedienung nach rechts bewege, dann geht der Cursor nach links. Und wenn ich nach rechts wenn ich Wii-Fernbedienung nach links bewege, bewegt sich der Cursor nach rechts. Das kann doch irgendwie nicht richtig sein. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen seltsam. Bäh. So, okay. Da ist eine Truhe. Ich glaube, da will ich noch hin. Weil ich glaube, in der Truhe ist ein Schlüssel. So, X. Den Schalter dort rechts habe ich jetzt aktiviert. Aber dort links, dort muss ich noch einen Schalter aktivieren. Das macht Sinn. Dort ist irgendetwas sehr Interessantes an so einer Vogelstatue. Aha, da ist Zeldas Aura. Da sind noch ganz viele Truhen. Aha, interessant. Gut, okay. Ob es hier in diesem Dungeon einen richtigen Dungeon-Gegenstand gibt. Oder ob das mit der Schleuder damit dann schon, ob sich das damit dann schon erledigt hat. Ich weiß es nicht genau. Ich bin ja mal echt gespannt. So, Spinnen sind scheiße. So, So, jetzt wieder wie ein normaler Mensch reden. Da ist ein Schalter, den kann ich aktivieren mit meiner Schleuder. Das ist so toll. So, jetzt steigt auch hier das Wasser an. Das heißt, die Spinne, die unten war, die ist jetzt hoffentlich abgesoffen. Ja, so, Hering, das unglaublich begnadete Spinnentöter. So, okay. Und jetzt machen wir hier Folgendes, nämlich... Ja, nö, was kann ich denn... Was habe ich denn für Möglichkeiten eigentlich? Gar keine. Weil so greife ich die ganze Zeit nur die Spinne an. Boom. Aha. Achso. Und jetzt hat er... nicht gut. Wie greife ich ihn dich jetzt an? Gar nicht. Doch. Achso. Ja, hat sich erledigt. Gehst du jetzt wirklich drauf? Ja, du hast Puff gemacht. Gott sei Dank. Fangstoß. Muss ich auch nochmal üben. Irgendwie. Es ist seltsam. Es wird mir zweimal angezeigt, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich drücke immer das Falsche. Oder ich bewege immer das Falsche. Wie Fernbedienung und Nunchuck führet mich durch dieses Spiel. Es ist ein gutes Spiel, deswegen muss das so sein. Halt, Moment. Achso. Genau, jetzt muss ich wieder in den Raum. Boah, das ist ja Backtracking par excellence. Wirklich. Also, du gehst in einen Raum rein, machst dort eine Sache, aber dann musst du zwei Minuten später sowieso wieder in den Raum rein. Und warum ist dieses Netz hier wieder aktiviert? So, also wieder so feinsäuberlich. War das die Spinne da hinten? War das diese böse kleine Spinne dort hinten? Kann das gewesen sein? Also das, aber nee. Nee, Moment. Irgendwas ist ja falsch. Das Wasser ist gar nicht gestiegen. Warum ist das Wasser nicht gestiegen? Moment. Irgendwas ist hier komisch. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass hier jetzt was total Tolles passiert wäre. Aber hier ist absolut gar nichts passiert. Warum ist hier nichts passiert? Müsste ich nicht dort dann hin? Wenn ich jetzt mal so kackfrech auf die Karte gucke, natürlich müsste ich dorthin. Oder ich könnte dorthin. Eventuell. Ja, wenn ich mich jetzt nochmal umgucke. Ja, abschütteln, zack, so. Vielleicht ging es da bei der Truhe nochmal weiter oder nicht? Ich weiß es jetzt gerade nicht so. Moment. Das werden wir gleich nochmal sehen. Wenn ich dort oben bin... Ach ja. Das ist ja faszinierend. Halt, Moment. So, jetzt kann ich nämlich erstmal die Spinne dort ausschalten. Und ich habe Puff gemacht. So, dann kann ich nämlich hier hochspringen. Haha. Und mich fallen lassen. Oh, Steuerung. Nein. So, bitte hoch. Du würdest dich hier nicht festhalten wollen, ne? Nein, würdest du niemals. Ups.
Aber du kannst hier, du kannst auf diesem Baum stammen, also auf diesem Ast stehen. Du kannst theoretisch auf diesem Ast stehen. Nein, kannst du nicht. Ach, Mann, Link. Hering, stell dich doch nicht so an. Du bist doch ein begnadeter Abenteurer. Okay, zugegebenermaßen, das hier ist dein allererstes Abenteuer, zumindest in diesem Spiel hier. Aber nichtsdestotrotz kannst du ja schon mal ein bisschen mehr Mühe geben. Oh, andere Links haben sich da schon weitaus besser angestellt, ganz ehrlich. Aber gut. So, zack, zack, zack. Wir machen kleine, süße Grasbüschel kaputt. Und jetzt gehe ich hier hoch und mache noch mehr Büsche kaputt. So, Herzchen. Okay, jetzt bin ich hier. Und jetzt müsste ich direkt neben der Spinne quasi gewesen sein. Und die Spinne hat mich sofort. Sie hat mich entdeckt. Das ist ja faszinierend. So, okay. Weiß nicht genau. Ja. Erstmal. Bam. Aha. Ja. Ja, ja, ja. 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 Nein, nein, nein. Eigentlich ja. Warum? Was? Wo ist denn jetzt das Problem? Nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich hab Angst. Irgendwie. Fei. Hilf mir doch noch bitte mal. Ja, also, bitte nochmal. Dies ist ein Wächter durch Magie. Nein, wie, was? Nein. Kein Wächter. Hm. Die beiden Augen scheinen hinter der Wand miteinander verbunden zu sein. Ich vermute, dass sie sich nicht einzeln besiegen lassen. Ja, toll. Aber ich will hier. Dies ist eine Skulptula. Diese überdimensional große Spinne, ja, sie empfängt ihre Beute in ihrem Netz, ihr Rücken ist gepanzert, mehr Details. Um ihren wunden Punkt zu verbergen, wendet sie ihrem Feind stets den Rücken zu. Du musst versuchen, die Skulptula umzudrehen, um ihren Bauch treffen zu können. Du hast diesen Gegnertypus insgesamt dreimal besiegt. Du verhältst dich im Kampf mit diesem Gegnertypus meiner Analyse zufolge ein wenig ungeschickt. Nein! Also ist mir noch gar nicht aufgefallen, ganz ehrlich. Ich fand das eigentlich ganz toll, so wie ich das bisher gemacht habe. So, ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich, dass ich ein Item benutzen kann. Nein, falscher Knopf. Item benutzen, nämlich mein Herztrank. Ist geil, oder? Dass ich das benutzen kann? Yeah. So, trinken. Dö. So, alles klar. Und jetzt geben wir dem Ganzen eine neue Chance. Also. Ja, was mache ich denn jetzt mit dir? Weiß nicht. Können wir Licht sammeln? Es wäre ja eigentlich cooler, wenn du... Bam. Huhuhuhu. Oh. Ja, es wäre eigentlich cooler, wollte ich sagen. Boah, was macht sie? Sand Pogo irgendwie in der Luft. Ups. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Eigentlich, ja, eigentlich jetzt perfekt. Bam. Wo ist denn das Problem? Ich habe doch wohl sowas von getroffen, oder bin ich jetzt doof? Ich bin doof. Ich hau einfach nicht richtig zu. Ich glaube, ups, V-Mode und ich werden keine Freunde mehr. Ups, ich hau doch. Okay, ich verstehe es jetzt nicht. Ich verstehe es kein bisschen. Nö, verstehe ich nicht. Geht mir irgendwie... Nein. Ja. Nein. Boah, Mann. Lass mich bloß in Ruhe. Ey. Okay, ich check's gerade nicht. Also, ich kann sie zwar so drehen, damit sie dann wie bescheuert irgendwie hier im Raum umherkreucht, aber es macht keinen Sinn. Weil wenn ich jetzt einmal so zuhaue und dann meinetwegen nochmal so versuche, ach man, nochmal so versuche seitlich zuzuhauen oder so, damit sie sich halt dreht, das funktioniert einfach nicht. Ja, ich stelle mich echt gerade zu dumm an. So, Moment, zack. Und... Na, ich treff doch! Aber es wird nicht als Treffer anerkannt. Oder muss ich dann zustechen? Stechen. Also stechen. Es ist ganz einfach nur stechen. Okay, nicht von oben oder so, weil dann ist es gepanzert. Ich muss einfach nur zustechen. Okay, habe ich gecheckt. Habe ich kapiert. Alles klar. So, nächstes Problem. Hi. Was ist mit euch? Ja? Kann ich dich... Hui. Irgendwie ja nicht. Ja, beide Augen auf einmal. Aber... Wie schaffe ich es denn... Ah, jetzt. Ja, Moment. Nee, so richtig elegant sieht das nicht aus. Irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, vielleicht muss ich meine V-Mode mal neu kalibrieren oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Weil irgendwie, das fühlt sich
Nicht so richtig an, tatsächlich. So wie er sich. Er macht die Bewegung nach links überhaupt nicht mehr. Doch jetzt. Hä? Okay. Schwierigkeiten mit dem Spiel. Ganz schlecht. Ganz schlecht.